Knickeli-Knick. Yeah. So. Das, die kleine Taube muss ins große Feld. Vielleicht reicht ja schon die Zweiertaube. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus ist ein Nichtsnutz! Vielleicht kann nur die Kleine ja damit was anfangen. Mal gucken. So, wie war das denn? Sie muss ein bisschen schneller werden. Naja, wir wollen es mal nicht über... Ah, nee, das sehe ich schon. Sie quasi am langsamsten. Wie entspannt sie auf einmal ist. Hoffen wir mal, dass das klappt jetzt nur mit dem einen. Ich glaube, da wirklich jetzt die ganz kleinen Tauben zweifle ich da gerade. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Dank, geben Sie. Wo? Adresse. Was? Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knicke. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die... Das doch schon geholfen? Nee, es muss die kleine Taube sein. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Yes! Jetzt haben wir's. Oh mein Gott. Jetzt haben wir da die kleine Taube drin. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Handmaschine missbraucht, um Schindel vom Rathausdach zu stehen. Jetzt aber. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein geben. Ja. Adresse. Ja. Was? Versand. Los, schlecki, kleine Katzi. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket auffüllen. Knicke die Knick. Oh yeah. Knicke die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket. Taube aus. Rufus ist ein Nichtsnutz. Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Tschuuu. Knicke die Knick. 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 Gib mal raus. Vielleicht. Thank you.
Und dann müssen wir da dreimal drüber latschen. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Okay. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Naja, hoffentlich. Ach, einfach so gut. Knicke die Knick. Yeah. So, jetzt kommen wir auch an den Ersatzkatzen. Die Ersatzkatzenschublade. Okay, ich kann mir da kommen. Oh, wow. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ach, süß. Ach, zwei. Zwei Ersatzkatzen. Oh. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Hm. Okay, cool. Jemand hat Löcher im Post. Ja. Achso, ne, ich muss das ja einfach machen. So. Die einen. Die. 1, 6, 4, 9. Ja, ist ja gut, Rufus. Die 9. Das war wohl falsch. Echt jetzt? Drei, sechs, vier, neun. Ich hab die 1, weil das ist das erste. Das ist egal. 3. 6. 4. 9. Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Mhm. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Okay. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ja, Rufus. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopf. Muss so. Ich mich... Gut, wir haben süße Katzen. Und wir Vogel. Folie. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Hehehe. Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen. Darum. Okay. Gut, bei den Ersatzpostkarten waren wir... Und ich meine, im Büro steht noch eins. So ein schöner Vogel. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Esther, bitte! Esther, bitte! Esther, bitte! Ja, gut. Esther, bitte! Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Bestimmt. Oh Gott, wie süß. Ist aber so patsch. Das sieht so süß aus. Doch, die schreie doch nicht so. Mein Gott. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Da fehlen aber noch. Rufus, der steht Heuschrecken im Getreide. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Die Handmaschine missbraucht, um Gibt's nicht noch zwei? Irgendwo? Kann ich hier nicht alle? Esther, bitte! Esther, bitte! Nee, sonst gibt's, glaube ich, keins mehr, ne? Na, dann haben wir doch jetzt alles, oder? Fehlt nur noch das Mikro.
Ah. Esther, bitte! Da war doch was. Hm, gut, dass er so gerne schläft. Esther, bitte! Ja, Lotti. Da rein. Esther, bitte! Da denke ich mir auch, dass gerade Lotti das eigentlich nicht merkt oder da irgendwas sagt, weil sie ja eigentlich so die Gereizteste ist, anstatt dann immer nur Nexa bitte zu sagen. Aber gut. Jetzt kann's losgehen. Hilft uns ja nur. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die Größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ja, ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Alles. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astra, aha. Das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Hm. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Auch nichts. Smalltalk. Smalltalk. Hm. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Lassen wir das so stehen. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Okay. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Warum nicht? Es muss etwas anderes geben. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Ja, was? Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich.
Elysium ist ein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Habe ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Okay. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Elysium oder nichts? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, Klacks. Ich komme. Ja, dann, auf nach Elysium, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, dass wir zur unteren Aufstiegsstation kommen. So. Nee, nicht ins Rathaus. Stimmt, wir müssen in die Gasse. Das heißt, wir müssen ja dann erstmal zu Go. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Wow. Sieh an, sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Schlimm. Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Hm. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Ja komm, Rufus hat doch angefangen, dass sie beim Wenzel ist. Der geht raus und taucht da wieder auf. Ja gut. Zellengitter. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Alarm! Mensch,
Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz! Mietz! Frechheit siegt. Ufo steht daneben, stellt einfach ein bisschen da die Stimme. Oh, meine Katze ist weg. Wow. Also bei Wenzel, ja. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du... Wow. Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an. Ulala. Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und... was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Auf der anderen Seite denke ich mir, was interessiert es Toni plötzlich? Und Wenzel kann doch in seinem Bademantel da sitzen. Also von daher, doch egal. Egal. Gehen wir in den Keller? Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Ja, bitte. Oha. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Kann ich die verbarrikadieren? Was? Was? Hm? Oha. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Usta, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert.
Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's. Okay. Gut, anscheinend sind wir jetzt auf einem riesigen Schrottplatz gelandet. Und wie es da weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es Spaß gemacht hat, lasst doch gerne ein Like da und lasst es mich spüren. Bis demnächst.